Okay, fertig. Hallo zusammen und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute habe ich einen kleinen Rossmann-Haul für euch. Wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ich war im Rossmann und im DM und habe ein paar Sachen mitgenommen, die vielleicht für euch interessant sein könnten, da es sich um limitierte Produkte handelt, um neue Produkte und Produkte, die ich auf Empfehlungen gekauft habe oder selber auch empfehlen kann. Ja, fangen wir einfach mal mit Rossmann an. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo ich die Dinge alle gekauft habe. Hier sind die Kassenbons. Nur ein Produkt im DM. Okay, also das ist eigentlich hauptsächlich ein Rossmann-Haul und was ich was ich immer mitnehme, wenn ich in der Drogerie bin, sind Badesalze. Und zwar habe ich hier 4 Badesalze mitgenommen. Wer mich kennt oder meine Videos verfolgt, weiß, dass ich sehr gerne bade oder dass wir im Allgemeinen, also die ganze Familie, sehr gerne badet. Ja, baden eigentlich nur einmal die Woche, aber wir genießen das wirklich. Natürlich duschen wir uns dann an den anderen Tagen. Was ich empfehlen kann, ist hier zum Beispiel ein Tag am Meer von Dresdner Essence. Es riecht wunderbar und es färbt das Wasser wunderbar blau. War das hier Tag am Meer? Ja, wunderbar blau. Also das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Und dann habe ich noch mitgenommen von Kneipp. Das habe ich noch nicht ausgetestet, kenne ich nicht, muss ich mal ausprobieren. Und zwar Schlafschön. Schafschön, ach so. Schlafschön, ne? Oder halt Schafschön, finde ich schön, finde ich gut. Und zwar mit dem Duft der Mondscheinblume und der Malve. Ich glaube, hier kann man nicht dran schnuppern. Da ist kein Bereich, wo man. Nee. Also ich weiß nicht, wie es riecht, aber ich freue mich auf jeden Fall auf Testen. Und dann habe ich noch mitgenommen von TTSEP. Sinnessalze, Zeit für mich, eine Auszeit genießen und sich treiben lassen. Entspanntes Pflegebad mit Hibiskusblütentee und weißen Tee. Und der Duft ist auch sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön, angenehm, entspannend. Nicht allzu stark, aber ich bin gespannt. Das kenne ich auch noch nicht. Und dann habe ich noch mitgenommen von Dresdner Essence. Einfach abtauchen, das kenne ich auch noch nicht. Pflegebad mit Bio-Kokos und Limette. Und vom Duft her fand ich es sehr interessant. Es riecht nach Kokos. Und wenn ich jetzt so daran schnuppere, kriege ich Lust auf Raffaello oder so. Und ja, muss ich austesten, weiß ich noch nicht, kann ich noch nichts dazu sagen. Dann habe ich gesehen und mitgenommen von TTSEP 2 Vollbäder. Und zwar Badesalz Cool Down mit der Nana-Minze und mit Limette. Ich finde, die Verpackung ist auch sehr interessant gestaltet. Sieht aus wie so ein Eisbecher, den man auslöffeln kann. Aber wenn man den öffnet, dann befinden sich hier 2 Tütchen mit den Badesalzen. Fand ich richtig schön, interessant. Als Geschenk finde ich auch eine super, super schöne Idee. Ist übrigens limitiert. Ich weiß nicht, ob es das noch lange geben wird. Wenn euch das interessiert, dann geht mal in den Rossmann. Vielleicht ist das noch vorhanden. Dann habe ich noch im Rossmann entdeckt, das ist auch eine limitierte Edition, und zwar sind das Masken. Ich liebe Masken. Ich verwöhne mich gerne mit Masken 1 bis 2 Mal die Woche. Und das ist auch eine interessante Verpackung. Das ist von Isana. Das sind
Ich glaube, es gab sogar 4 Sorten. Ich habe jetzt nur 3 mitgenommen. Die sind halt verpackt wie, wie nennt man die? Die Quetschis, wo man, wo dieser Fruchtmus für Babys drin ist. Ja, fand ich auch total interessant und auch praktisch, weil man das hier wieder verschließen kann. Das ist auch für 5 Anwendungen gedacht. Ich habe hier einmal It's Time for Sleep All Day, beruhigende Tonerde-Maske. Dann habe ich einmal mitgenommen Ring Ring Wake Up Beauty reinigende Tonerde-Maske. Und dann habe ich noch mitgenommen Get the Party Started mattierende Tonerde-Maske. Und jede ist 5-mal anwendbar. Wie gesagt, finde ich gut, dass die hier wieder verschlossen, wieder verschließbar sind. Und ich bin gespannt, ja, wie die so sind. Außerdem habe ich noch entdeckt von der Firma Walz 7 nennt sich die Firma, Duschbombe, voll aktiv für 2-mal duschen in der Duftrichtung Mango. Hier steht auch noch keine Badewanne, lieber duschen, Duschbombe von Walz. Also, erlebe die neue Duftexplosion von exotischem Mango und Mento direkt in deiner Dusche für volle Aktivierung in nur 3 Schritten. Dusche aufdrehen, Duschbombe weg vom Ablauf, am Boden ins Wasser legen, Augen schließen und boom! Deine Müdigkeit war gestern. Finde ich gut, finde ich interessant. Werde ich austesten und darüber berichten. Dann habe ich mitgenommen einen Eyeliner von Catrice, und zwar der Calligraph Ultra Slim Eyeliner Pen. Wollte ich mal austesten, das ist eine Produktempfehlung von der lieben Frühlingsrolina. Die sagte, wäre nicht schlecht, aber die trocknen halt sehr schnell aus. Ich wollte es einfach mal ausprobieren, weil die Spitze, übrigens den Kanal von Frühlingsrolina werde ich unten verlinken, die Spitze ist super interessant, die ist sehr präzise, sehr spitz zu laufen. Man kann da sehr präzise mit arbeiten, denke ich mir. Muss ich nochmal austesten. Und ja, deswegen habe ich es mir mitgenommen. Und dann habe ich hier noch ein Produkt entdeckt, ein neues Produkt von Altera Naturkosmetik. Express Sprühkur mit Frangipani und Bio-Kokoswasser für kraftloses und trockenes Haar und glättet die Oberfläche. Ja, das wollte ich mal austesten. Das ist so eine Zwei-Phasen-Flüssigkeit. Die verleiht einen strahlenden Glanz, glättet die Haaroberfläche und hilft, das Haar vor dem Austrocknen zu schützen, ohne zu beschweren. Ja, ich fand den Duft wunderschön, ne? Frangipani und Kokos, eine wunderbare Mischung, und sich sowas in die Haare zu sprühen, kann bestimmt sehr hilfreich sein. Ja, deswegen habe ich es mitgenommen, erstens wegen dem Duft und zweitens, weil es neu ist und weil ich sowas noch nicht kenne. Dann war ich im DM, weil ich nach farbigen Eyelinern gesucht habe, und ich habe noch mal geguckt, ich habe keine farbige Eyeliner gefunden. Was ich gefunden habe, ist von Essence einen Metal Lip und Eyeliner in der Farbe Pink Glam. Ich mal ausprobieren, ist der wasserfest? Liquid Eye and Lip Liner. Nein, steht nicht drauf. Ja, ich bin gespannt, wie der sich auf dem Auge verhält, und ich werde darüber berichten. Das war mein kleiner DM-Haul und Rossmann-Haul, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen hoch, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.